shit, man. Oh shit, man. Stevie G ist am Start, Alter. Bruder, ganz gemütlich. Back at it again, Alter. Du weißt Bescheid, Alter. Twitch it in, brother. Tschüss. Tschüss. Komm vorbei. Du willst schon wieder schlafen. Mhm. Fuchs it in, man. Bro, ich habe jetzt eine kleine Zwischendurch. Okay. Was Witziges mitgebracht, Bruder. Für Zwischendurch. Und ich bin zwar, gespannt, Bro. Wir machen jetzt eine Try Not to Love Challenge, Bruder. Das heißt, wir müssen jetzt... Ich darf nicht lieben, oder was? Love, lock it in. Try not to love. Wie sagt man auf Englisch? Love. Love, ja. Hört schon an wie Liebe, Bruder. Ja, ist wie Liebe, Bruder. Ja, Try Not to Love Challenge, Bruder. Okay. Okay, ich habe ein Video mitgebracht. Wir dürfen... Also, muss mal gucken, Dick. Okay, Bruder. Ich bin gespannt, Alter. Schon lange nicht mehr gemacht, den Scheiß. Aber ich habe das... Vorhin wurde mir das angezeigt bei YouTube, Bruder. Und ich habe mir gedacht, Alter, lass mal mit Steve G zusammen reinziehen, Alter. Ja, wenn ich lach, dann lass ich die Scheiße raus, Bruder. Gut, du musst jetzt schon lachen. Oh shit, Bruder. Hör auf mit dem Sio, Alter. Ey. Okay, warte, jetzt ernst bleiben. Bruder, okay, einfach komm. Entertainment reinziehen. Komm, ihr wisst, suche ich seit längerer Zeit einen Kettenanhänger. Und da haben wir doch einen. So viel. Das geht gar nicht, Bruder, das geht zu schnell, Alter. Ist Thug Life, Bruder, von damals, weißt du? Ja, ja. Mein neuer Kettenanhänger. Was? Der ist geil, Bruder. Der ist so geil, Alter. Hast du gesehen, was für ein Handtuch der hatte? Der Typ. Profuel, ne? Ja, Mann, Bruder. Krass, Alter. Old Sponsor, den, man. Profuel gescampt, Alter. Armin möchte wissen, wie viel Kilo hatte die fetteste Frau, die du je hattest? Das ist auf jeden Fall ein sehr tiefsinniges Thema. Also ich sage ja immer... Der Bruder ist am Arsch. Der ist richtig, Bruder, der ist durch. Ab 130 Kilo ist gut. Und wenn ich betrunken bin, dann auch mal ab 105 Kilo, aber das sind dann wirklich nur Ausrutscher. Bruder... Seht ihr das, meine Freunde? Freunde, ich kann euch nur empfehlen, kauft euch keine Autos. Autos machen euch nur Probleme. Kauft euch lieber die Messias-Box, denn die bereitet euch Freude. So, der Scheißhaufen bleibt jetzt hier. Deswegen streamt alle Hasch-Hasch, damit ich die Reparatur von diesem Scheißhaufen hier bezahlen kann. Danke. Kennt ihr das, wenn ihr so geil seid und euch an einem Tag 2 bis 3 Mal einwichst und dann die Eier so klein sind wie Smarties und beim dritten Mal wichsen rutscht euch das Ei hoch in die Schamhaare und dann müsst ihr das wieder runterflitschen. Kennt ihr das? Kennst du das, Bruder? Bruder. Ich war ehrlich, Digga. Bruder, wer kennt das nicht? Wer kennt das nicht, Bruder? Ich glaube, meine Freunde, mein Porsche, der verbraucht zu viel Sprit. Tiefsinnige denn, man. Warte mal kurz. Ich glaube, es ist ein bisschen zu laut, oder? Was er sagt, oder passt es? Schreibt mal rein, wenn es zu laut ist, bitte. Ich habe keine Kohle mehr, aber ich muss nach Hause, deswegen steigen wir mal jetzt in ein fremdes Auto. Das hab ich gesehen. Das ist so geil. Was wollen Sie denn hier? Fahren Sie mich nach Hause. Können Sie mich bitte nach Hause fahren? Ich muss nicht waschen. Bitte verlassen Sie mein Auto. Ich hole sonst Polizei. Ich möchte aber nicht ins Gefängnis. Ja, kann ich auch nichts daran ändern. Der ist zu geil, Bruder. Ich hab mich weggepisst, als ich es gesehen habe. Bruder, ich find's zu geil, Digga. Der nimmt sich halt auch null ernst, Bruder. Und macht so diese funny Sachen, Digga. Ich feier das, Digga. Bruder, zu geil. So, meine Freunde, wir gehen jetzt mal hier einkaufen. Wir haben hier schöne Brillen. Ist geil. Can I take one glass from you? Yes. I just want to take glass. This one? Yes, thank you very much. 25. How much you want? 25. Very beautiful. I run! Ja! I have a new killer! Ja! Meine Freunde,
zurück in Deutschland. Bruder, ich muss lachen, weil er lacht. Ja, Bruder, der ist bei mir genauso, wenn ich lache, muss ich auch lachen. Steve Lachen steckt an, Bro. Bruder, ist zu geil, Alter, ich schwör's dir. Land. Ich hab vor, du machst mit dem Urlaub, Bruder. Thomas, Sascha, woran denken wir, wenn wir nicht zu schnell abspritzen wollen beim Ficken? Polizei. Nein, nein, an Schulden. So, meine Freunde, ich habe Hunger. So geht das. Das ist geil. Halt, stehen bleiben! Bruder, ey. Das ist alles real, ne? Glaubst du, das ist alles real, Bruder? Bruder, das ist ja das Story drin, ne? Glaub ich, ja, aber du weißt doch, Digga, ey, könnt ihr ja auch sagen, so, den vorher anhalten und sagen so, ey, ich mach jetzt einen Prank und so, aber ich bin mir sicher, das ist real, Bruder. Der ist am Arsch, Bruder. Der ist am Arsch, Bruder. Wenn er sich schon so in ein Auto von dem Opa reinsetzt, ja. Bruder, das ist alles. Ich weiß nicht. Authentico lange. Safe. Oh mein Gott, Kranusellam! Nein, aber ich will nicht so fotogen. Kein Problem. Du warst irgendwie. Nein, das ist ein Selfie, ich schwöre. Das ist auch ein Selfie. Ohne Witz. So, meine Freunde, guten Morgen. Ich brauche eine Grasknospe und eine Arschfotze. Das ist mein Lebenselixier. Wo finde ich denn heute den Trüffel? Kennt ihr das, wenn ihr so geil seid und euch an einem Tag 2 bis 3 Mal einwichst und dann die Eier so klein sind wie Smarties und beim dritten Mal wichsen rutscht euch das Ei hoch in die Schamhaare und dann müsst ihr das wieder runterflitschen. Kennt ihr das? Geht das, Digga? Hm? So Ei hochrutschen? Geht das? Wenn du so liegst, Bruder, und du schepperst dir ein, Bruder. Hey, ich hab mal gehört, dass ein Ei sich irgendwie umdrehen kann und dass irgendwas ja, passieren kann, Bruder, so, ne? Ja, aber das ist zu extrem, Bruder. Das ist einfach nur so, wenn das hochflutscht, Bruder. Auf entspannt, Bruder. Es verdreht sich nicht. Wie hochflutscht, Bruder? Bruder, wenn du dir einwickst und das rutscht so von der Seite hoch, Bruder. Das hoch, das Ei, wenn du liegst. Ja. Während du liegst. Nee, Digga, kenn ich nicht. Du schepperst ja ein und die wackelt doch da mit, Bruder. Und dann bleibst du hier so. An der Seite, Bruder. Du bist mich so verarscht. Bruder, es passiert, Alter. Ja, ich hole mir aber beim Liegen auch keinen runter, Digga. Ja, okay, Bruder. Deine Kochonne sind auch zu dick. Nee, ich meine, so der Vibe gefällt mir nicht, Bruder. Im Liegen nicht? Mhm. Echt? Ja, ich sitze immer. Bruder. Du bist echt zu aktiv, Bruder. Du bist echt zu aktiv, Schreib mal im Chat, wie ihr das macht, yo. Ja, sag mal Bescheid. Ich kenne das auch nicht, man. Sag dir eine. Ey, der ist gefickt, Bruder. So, Freunde, wie ihr sehen könnt, habe ich mein Handtuch vergessen, um meinen Schweiß abzutrocknen. Und darüber hinaus geht es darum, mein Reichtum zur Schau zu stellen, um damit ehrenhafte, nicht freizügige Frauen zu locken, die interessiert sind an meinem Charakter, an die inneren Werte, die meinen Nachnamen eines Tages mit Stolz tragen werden und nicht irgendwelche Schlampen, die nur in meinem Porsche sitzen wollen und meine Batterie verbrauchen, weil die permanent die Sitzheizung anmachen. Hi, Baby. Laufhaus. Alles okay? Wie viel machst du? Wie viel machst du? Halb? Machst du auch für Parfüm? Auch gegen ein Parfüm? Ja. Nein? Okay, dann kein Problem. Guck mal, bevor du mit mir redest, geh bitte nach Hause und wasch deinen Arsch. Säubere deinen Arsch. Geh in die Toilette. Benutze Seife für dein Arschloch. Wenn du deinen Arsch und dein Gesicht wäschst, bitte wasch zuerst dein Gesicht und danach deinen Arsch, damit du auch sauber bist. Yeah. Check this out, cuz. Hey, yo, come low, let's do this for the homies in the hood. What up? No disrespect to the motherhoods, but this is where I'm from. Finde ich nicht witzig, Bruder, würde ich genauso abgehen. Oh mein Gott. Oh shit. Grüße gehen raus am Palace. Heftiges Graffiti. Ah, ich habe noch ein Problem gefunden. Diese Hand sieht zwar sehr authentisch aus, hat aber etwas leicht Metrosexuelles. Woran kann das wohl liegen? Aha, ich hab's. Das sind die Haare, die da fehlen. Also da geht auch nochmal mit einem Kuli ran.
ordentlichen Nasenhaarwuchs habe, aber leider hat er die Nasenhaare außer Acht gelassen. Die könnt ihr nachträglich mit einem Kugelschreiber einfach da hinzufügen, wenn ihr Bock habt. Also nochmal zu Faust, meine Freunde. Wie ihr sehen könnt, fehlen die... Der muss den ganzen... Der Typ ist, der läuft den ganzen Tag rum und hat so behinderte Sachen im Kopf. Ich schwör's dir, Bruder, der ist durch. Aber es gibt so Menschen, kennst du die, die immer was auf Lager haben? Ja, das ist aber das ist ein gutes Zeichen, Bruder. Das ist ein gutes Zeichen, dass dieser Mensch einfach positiv ist, Digga. Weißt du, was ich meine? So, der beschäftigt sich nur mit so behinderten Sachen, da merkst du, okay. Ja. Weißt du, was ich meine? So, der kann sich gar nicht mit so Dreck beschäftigen, Bruder. Ja, Mann, ist so. Steve G, you didn't, man. Du wirst you be this love. Die Haare auf der Faust. Also ein paar Härchen würden schon authentisch machen. Ihr seht die Haare da drauf. Diese Haare müsst ihr da hinzufügen. Ah, die Farbe sieht mir ein bisschen zu sehr nach Kodein aus. Wir gehen mal ganz schnell rüber. Oh, was zum Teufel ist denn das? Oh. Was für ein heftiger Typ ist das? Aber wenn ich eine Frau wäre, würde ich direkt mit dem ficken. Deine Füße riechen, ich mag deine Füße so sehr. So, meine Freunde, Trainerruf, aber es kommt kein Trainer, deshalb ist heute, glaube ich, freier Eintritt hier. Das kennen wir doch alle. Und wir warten jetzt mal straight hier hinter der Theke auf. So, Freunde, wie ich euch vorhin gezeigt habe, werden wir jetzt mal hier hinter die Theke gehen und auf den Trainer warten. Was steht denn so in den Büchern? Lass mal sehen. Der ist geil, Alter. Das ist krass, Digga. Kannst du mir sagen, was du hier machst? Hör mal, was machst du hier? Warum hast du meine Uniform an? Wie, deine Uniform? Was soll das hier? Was willst du denn jetzt? Kannst du mal da bitte rauskommen? Nein, ich kann dich hier nicht reinlassen. Du hast deinen Beitrag nicht gezahlt. Ich kann dich nicht reinlassen. Ich bin hier am Arbeiten. Okay. Kannst du deine Frage nochmal stellen? Was hast du gefragt? Das war voll ernst, ne? Hä? Das war ernst, ne? Da bin ich mir gar nicht sicher, Bruder. Es kam irgendwie so Dings, so... Ich weiß Weil halt er hat diesen Bonner Akzent so voll ausgepackt, weißt du? Ich weiß nicht irgendwie, aber ich kann schon ernst. Bei ihm, der ist, Bruder, bei dem ist alles durch, ernst, ne? Bruder, ist durch. Guck jetzt, was er macht bestimmt. Hey, junger Mann. Nochmal. Wer sind Sie, junger Mann? Bin ich so jung? Wie alt bin ich denn? Bitte? Wie alt bin ich denn? 22? Nein, ich bin älter wie du. Ja, wirklich. Ich habe mich nur operiert, deswegen sehe ich so jung aus. Ich habe Wachstum. Er sagt 22, Bruder. 22, ja, Bruder, ja. Ey. Schwester Eva, wo bist du? Ach, da. Geil, Alter. Bruder, der Typ ist geil, Alter. Bruder, wir haben es auf jeden Fall komplett verkackt, Bruder. Da war nichts mit Try Not To Love, Bruder. Kannst du auch nicht bei dem Bruder. Digga, das müssen wir regelmäßig machen, Bro. Ja, auf SSEO. Amy Grum Production.